einer der umkämpftesten Krisenherde der Welt. Ausgerechnet hier lebt seit 1974 die Pflegefachfrau Margret S. Sie baute in Nord-Darfur eine Kinderstation, eine Hebammenschule und medizinische Versorgung für verschiedene Dörfer auf. Zudem engagierte sie sich in Flüchtlingslagern und Gefängnissen. Bei Rebellen und Regierung ist sie hoch angesehen. Deshalb konnte sie mitten in den Kriegswirren auf eigene Faust ihrer Arbeit nachgehen. Bis vergangenen Samstag. Margret S. wird von bewaffneten Männern gekidnappt. Eigentlich hätte es ihre letzte Reise in den Sudan sein sollen. Die 71-Jährige wollte ihre Pension in der Schweiz antreten. Bis heute fehlt von der Missionarin jede Spur. 10 vor 10 trifft heute in Thailand einen, der selber einmal in Geiselhaft war, Christian Brunner. Als ehemaliger IKRK-Mitarbeiter war er jahrelang in Krisengebieten rund um den Globus. Der Fall der Schweizerin bewegt ihn. Es tut mir auch leid für die Person, weil das sind meistens ja Leute, die sehr viel opfern, sehr viel sich aufopfern für Leute, die wirklich brauchen. Und es tut sicher auch den Leuten, wo sie jetzt die Hilfe von ihr nicht mehr bekommen, auch sehr leid. Mesma selber war 1991 in Afghanistan gekidnappt worden. Mujahedin-Kämpfer hielten ihn und drei Kollegen 75 Tage lang fest. Nach Verhandlungen durch das IKRK kam er ohne Bedingungen frei. Wir hatten keinen Kontakt während der ersten 10 Tage. Dann haben wir einen ersten Radiokontakt machen, also einen Funkkontakt mit unserer Hauptbasis, also mit der Subdelegation in Quetta. Ihm half, dass er eine große Organisation hinter sich wusste. Und ich wusste, wie Genf, unser Hauptquartier, das managt, wie das handhabt. Und ich wusste, dass die Eltern unterstützt werden in der Schweiz, dass etwas passiert, auch am Headquarters, also in der Hauptsitz in Genf. Und das hat mich schon versichert. Große Hilfsorganisationen wie das IKRK schulen ihre Mitarbeiter laufend in Sicherheitsfragen. Etwa mit solchen Rollenspielen. In diesen Kursen lernen sie, wie sie sich gegenüber Bewaffneten verhalten. Ganze Abteilungen kümmern sich heute bei NGOs um die Evaluierung, welche Einsatzgebiete sicher sind und wie die Mitarbeiter im Notfall evakuiert werden können. Vielen kleineren Hilfsorganisationen hingegen fehlt das Geld, um in Sicherheit zu investieren. Viele agieren auf eigene Faust. So auch die Missionarin Beatrice S. Als christliche Missionarin in Timbuktu tätig, wurde sie 2012 in Mali von Rebellen gekidnappt. Nach 9 Tagen kam sie frei. Einzige Bedingung, sie solle nie mehr nach Mali zurückkehren. Doch sie kehrte zurück, ohne Sicherheitsvorkehrungen. Und wird 2016 erneut gekidnappt. Seit 20 Monaten wird sie vermisst, bis heute. Sogar Versicherungen machen heute ein Geschäft aus Kidnapping. Sie bieten Policen an, die sogar das Lösegeld übernehmen. Rund ein Dutzend Kriseninterventionsfirmen bieten Hilfsorganisationen ihre Dienste an. In einer Notlage können Versicherte etwa eine Krisenhotline anrufen. Ein Berater alarmiert Helfer und Polizei und gibt Tipps. Bei einer allfälligen Entführung übernimmt die Agentur auch die Verhandlungen mit den Entführern. Er leitet eine solche Sicherheitsfirma. Liam Morrissey hat von England aus schon über 700 Geiseln befreien können. Smaller groups that work hard for donor money will be reluctant and understandably so to spend it on security and prevention. But the reality is that if they become victims to this heinous crime, then they'll be in the media for all the wrong reasons. This will actually drive away other aid organizations. Einige solche Schlagzeilen könnten mit der nötigen Vorsicht wohl vermieden werden. Über die vermisste Schweizerin im Sudan ist derzeit nichts bekannt. Das EDA gibt bekannt, es stehe im Kontakt mit den lokalen Behörden.